Radio IBS Leads Live Research. Obgleich es sich bei dem nachfolgenden Beitrag nicht um eine bezahlte Werbung handelt, dennoch der Beitrag natürlich Hinweise auf ein Unternehmen enthält, deklariert unsere Redaktion diesen Beitrag als Werbung. Heute ist Dienstag, der 22. April 2008. Eine Geschichte mit Erfolg. Es gibt in Deutschland große Fluggesellschaften, die kennen wir alle, beispielsweise British Airways, BA, oder Lufthansa, oder Singapore Airlines. Und doch gibt es mitten in Deutschland und auch in Irland eine kleine Geschichte des Erfolgs zu vermelden von Ryanair, dem günstigen Flieger aus Irland. 9 Jahre wird er jung und 18 Millionen Fluggäste gibt es zu verzeichnen. Einige unserer Hörer wissen es. Als Journalist reise ich viel und arbeite in Großbritannien, unter anderem auch in den USA, Vereinigten Staaten von Amerika und in Deutschland. Inmitten der harten Zeiten gibt es aus Frankfurt Hahn eine kleine Geschichte des Erfolgs von dem irischen Flugunternehmen Ryanair zu vermelden. Innerhalb von gerade mal 9 Jahren, und heute wird der Geburtstag gefeiert am 22. April, gibt es sage und schreibe 18 Millionen Fluggäste zu verzeichnen. Am Telefon begrüße ich jetzt ganz herzlich Anja Säugling von Ryanair aus Irland, zurzeit befindlich in der schönen Metropole City of London. Viele Grüße nach London. Für die irische Fluggesellschaft ist heute der 22. April 2008 ein ganz besonderer Tag. Weshalb? Vor genau 9 Jahren hat Ryanair den ersten Flug Frankfurt-Hahn begonnen. Frankfurt-Hahn nach London-Stansted war die erste Route. Außerdem freuen wir uns aber auch, dass wir an unserem Geburtstag den 18-millionsten Passagier von unserem Flughafen Frankfurt-Hahn begrüßen werden. Wie hat denn damals die Geschichte des Erfolgs mit Ryanair 1999 in Deutschland begonnen? Wir haben mit dem ersten Flug 1999 begonnen, und zwar die Strecke nach London-Stansted, und haben schon einige Jahre später unsere Basis in Frankfurt-Hahn eröffnet, das heißt die allererste Ryanair-Basis in Deutschland, wo wir Flugzeuge stationiert haben. Mittlerweile ist aus der einen Strecke London vor 9 Jahren eine große Basis geworden mit über 45 Strecken. Welche neuen Ziele im Sommerflugplan 2008 fliegen Sie an von Ryanair? Es gibt verschiedene Strecken, die wir schon im letzten Sommer angeflogen haben, die wir aber, weil es typische Sommerstrecken waren, im Winter wieder eingestellt hatten. Dazu gehören unter anderem so schöne Strecken wie Biarritz, Granada, aber auch der Balaton, der für die deutschen Urlauber sehr bekannt ist. Unter anderem aber auch Verona, die Stadt von Romeo und Julia. Wie viele Fluggäste fliegen mit Ryanair am Tag? Kann man das einschätzen? Oh, das ist ganz schwer zu kalkulieren, weil das natürlich saisonabhängig ist. In den Sommermonaten typischerweise höher als im Winter. Aber in diesem Jahr erwarten wir über 4 Millionen Passagiere über das ganze Jahr verteilt. Das ist schon eine ganz, ganz große Nummer, und die können wir auf jeden Fall bestätigen. Ryanair konnte am Flughafen Frankfurt-Hahn 2 neue Maschinen stationieren. Wohin fliegen diese Maschinen? Richtig, wir haben Maschine Nummer 10 und Nummer 11 willkommen geheißen, und diese Maschinen werden die eben schon genannten Flugstrecken avisieren. Das heißt, wir werden mit diesen neuen Maschinen Ziele wie Verona, wie Balaton, wie Biarritz, aber auch wie Edinburgh aufnehmen und damit die typischen Sommerziele bedienen. Ryanair feiert Geburtstag, 9 Jahre Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nach Irland und natürlich auch nach London. Jetzt gibt es ein ganz neues Projekt. Was Deutschland betrifft, was plant Ryanair für Deutschland? Richtig, Ryanair wird in einer Woche, das heißt am Montag, den 28. April, zum allerersten Mal überhaupt innerdeutsche Flüge aufnehmen. Und zwar beginnen wir mit der Strecke ab Frankfurt-Hahn in die deutsche Hauptstadt nach Berlin-Schönefeld und werden diese Strecke künftig, also ab dem kommenden Montag, 2 mal täglich, einmal morgens, einmal abends anfliegen. Wie lange dauert so ein Flug von Frankfurt-Hahn nach Berlin? Ach, das geht ganz schnell. Knapp 1 Stunde sind sie unterwegs. Unsere Flieger verlassen den Flughafen Hahn morgens und kommen auch spät abends wieder aus Berlin zurück. Das heißt, für Leute, die sich einen ganzen Tag in der Hauptstadt aufhalten wollen, eine ganz tolle Verbindung. Müssen die Mitarbeiter von Ryanair auch singen können jetzt? Happy Birthday, sowas? Das ist keine Einstellungsgrundlage bei uns, aber möglicherweise wird angestimmt. Wollen wir schon mal ein bisschen üben? Gemeinsam mal versuchen über 2 Länder hinweg, ob es klappt, die Luftbrücke? Singen wir es denn auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Englisch bitte. Ja? Ich glaube, das geht nicht. Versuchen mal. Soll ich anstimmen, obwohl ich ja auch kein Sänger bin? Ich sitz gerade im Büro mit 20 Leuten. Ich glaube, das kommt nicht. Die können doch alle mitsingen, natürlich, klar, doch, fürs Unternehmen. Ja? Also bitte mitsingen. Happy Birthday to you.
Happy birthday, dear Ryanairs. Happy birthday to you. Ich denke, wir müssen das nochmal üben, richtig? Vielen Dank für das Ständchen, das war klasse, alle haben mitgehört eben. Okay, ich wünsche eine gute Zeit für Ryanair, noch viele, viele Passagiere und ich hoffe auch bald mal wieder selbst Passagier sein zu dürfen, mitzufliegen. Freuen wir uns sehr. Stansted, ja? Alles klar, Dankeschön. Tschüss. Jo, ciao. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen von Radio IBS Leeds müssen hart kampferprobt sein, sie müssen durch dick und dünn gehen, sie müssen viele Hürden auf sich nehmen und viele Aufgaben bewältigen. Leider sind wir nicht BBC, British Broadcasting Corporation. Leider sind wir natürlich auch nicht der Südwestrundfunk, der für solche Anlässe natürlich immer auch noch ein eigenes Sinfonieorchester haben. Stellen Sie sich vor, eine Moderation bei Radio IBS Leeds. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum 9-jährigen Geburtstag von Ryanair hören Sie jetzt das Sinfonieorchester für alle Mitarbeiterinnen, Piloten und Servicekräfte für Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen. Hören Sie nun das staatliche Sinfonieorchester mit einem Geburtstagsständchen Happy Birthday to you. Das wäre mal eine Ankündigung bei Radio IBS Leeds. Wir müssen das alles ein bisschen improvisatorisch anders lösen, alles viel kleiner, aber dafür doch mit viel, viel Herz. Und so müssen auch geprüfte Radiomoderatoren und Journalisten seit 1984 tätig, doch auch die Anfänger unter uns, Dinge auf sich nehmen, Aufgaben auf sich nehmen, die nicht immer ganz so einfach ist. Beispielsweise auch mit dem Singen eines Geburtstagsständchens für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ryanair, für die Piloten, für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, für die vielen Servicekräfte, von deren Arbeit und Wirken wir nie etwas erleben, vielleicht mal per Zufall. Und das könnte sich dann etwa so anhören. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear flight attendants, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday dear pilots, happy birthday to you, happy birthday dear co-workers, happy birthday to you, happy birthday dear Ryanair. Happy birthday to all of you. Wir müssen das noch mal ein bisschen üben, ne? Ist ganz klar, ich bin ja kein professioneller Berufssänger. Stellen Sie sich mal vor, ich bekäme jetzt von irgendeiner Fluggesellschaft eine Einladung zum Freiflug nach London Stansted oder an ein anderes schönes Ziel oder gar nach New York City. Da müsste man ja dann schon singen können, ja, wie die Engel in höchsten Tönen aus Lob und Dankbarkeit. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear employees of the Ryanair Company. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Wenn Sie Flugtickets zur Verfügung stellen können für arme, leidgeprüfte Moderatoren von Radio IBS Leeds, wenn Sie kostenfreien Gesangsunterricht anbieten können, dann rufen Sie gerne an, jederzeit bei Talktime. Radio IBS Leeds, Telefon 06236 48 90 44. Ich wiederhole die Telefonnummer für kostenfreie Flugtickets und für kostenfreien Gesangsunterricht. Telefon 06236 48 90 44. Radio IBS Leeds mit einem Special Coverage zum 9-jährigen Geburtstag der Fluggesellschaft Ryanair. Eine irische Fluggesellschaft, die 9 Jahre Geburtstag feiert und 18 Millionen Fluggäste. Eine ganz außergewöhnliche, schöne Geschichte mit Erfolg in diesen harten Zeiten.
Radio IBS Leeds Live Research. Obgleich es bei dem vorausgegangenen Beitrag sich nicht um eine bezahlte Form der Werbung handelte, wurde der Beitrag durch die Redaktion als Werbung deklariert. Radio IBS Leeds Live Research Talktime. Themen, die interessieren aus Wirtschaft, Business, Kultur, Politik, Soziales. Telefon 06236 48 90 44. Für die Hörer, die außerhalb von Deutschland anrufen, bitte wählen 0049 6236 48 90 44. Sie haben ein Thema und...